So, und zwar ist das der Sergen Demiroglu, das ist unser Mitarbeiter im Fujistore. Genau. Und der wird heute mal ein bisschen erzählen, wie er zur Konzertfotografie gekommen ist oder wie er das macht, worauf er achtet oder bringt auch ein paar Beispielbilder mit und dann sind wir gespannt. Genau. Servus an alle. Also ich werde generell ein bisschen was erzählen zur Vorbereitung, zur Ausrüstung, zu den Regeln bei der Konzertfotografie und euch auch noch ein paar Bilder zeigen. Genau. Also ich bin da sehr gerne, ich arbeite im Fujistore, ich war jetzt schon ein paar Mal hier im Workshop drin. Und was ich neben der Arbeit im Fujistore mache, ist Konzerte fotografieren und Clubabende teilweise. Heute geht es wirklich nur um die Konzerte. Und zwar mache ich es hauptsächlich in meinem Lieblingsclub hier in Nürnberg, im Club Stereo, falls es einigen was sagt. Und da sind immer wieder Konzerte von Bands und Künstlern, die ich selbst auch immer gern höre. Ja. Genau, dann würde ich mal anfangen. Und zwar würde ich erstmal unterscheiden. Fotografie auf einem Konzert, das kann ich machen als Bühnenfotograf, aber auch als Gast. Ja? Jetzt ist die Frage, in den Zeiten wie diesen, oder nee, besser gesagt, eigentlich war es noch nie erlaubt, große Kameras mit auf Konzerte zu nehmen als Gast. Ja? Es ist meistens so, wenn ich beim Sicherheitscheck durchkomme, falls es einen gibt, aber ja, wer eine große Kamera dabei hat, wird meistens gebeten, nicht einzutreten, falls ein Gast ist. Handys haben mittlerweile alle dabei, ja, und können auch schön mit dem Handy fotografieren, aber Kameras sind wirklich nicht erlaubt. Es gibt sicher ein paar kleine Konzerte, wo man sagt, da ist eine Kamera, da haben sie nichts dagegen. Da ist es auch kein Problem, zum Beispiel mal so eine kleine X100V mitzunehmen. Aber es sind wirklich eher seltenere Fälle. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Bühnenfotografie. Also nicht als Gast, sondern als Fotograf vom Veranstalter oder von der Presse. Oder direkt sogar als Fotograf von einer Band. Genau. Was ich von Anfang an sagen möchte, was generell auf keinem Konzert erlaubt ist, ist der Blitz. Also egal ob Handy, wobei beim Handy kann man es eh nicht so kontrollieren, ja, aber Bands oder einzelne Künstler möchten Blitz überhaupt nicht haben. Ja? Also die sind dann geblendet und das ist wirklich verboten, Blitzfotografie. Das heißt, ich muss meine Einstellungen so halten, dass ich keinen Blitz verwende, was öfter mal bei schweren Lichtsituationen auch eine höhere ISO heißt. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich bin Bühnenfotograf für einen Veranstalter oder für eine Band, für eine Band ist es anders. Fotografen von Bands, die auch mit auf Touren sind, die haben jetzt nicht unbedingt die verschärftesten Regeln, ja. Die können auch mit auf die Bühne und alles und über das ganze Konzert wirklich fotografieren. Wenn ich jetzt Fotograf vom Veranstalter bin oder von der Presse, dann geht in den meisten Fällen bei der Bühnenfotografie die 3SNF, ja, die 3 Songs No Flash Regel. Das heißt, die ersten 3 Songs darf man fotografieren. Man darf keinen Blitz verwenden, wie schon gesagt. Und jetzt ist es so, in vielen Konzertlocations, größeren Konzertlocations, ist es so, dass es einen Bühnengraben gibt. Das ist ein Graben, das haben viele Leute, die auf Konzerte gehen, sicher schon mal gesehen, die auch weiter vorne waren. Ein Graben, der die Konzertgänge mit der Bühne trennt. Und da unten sind dann meistens auch die Fotografen oder Videografen. Und als Fotograf habe ich eben den Zugang, in diesen Graben zu gehen. Meistens, wie gesagt, für die ersten 3 Songs. Die Band spielt dann Lieder und
ist, ich würde mal sagen, noch fotografierbar im Sinne von noch nicht verschwitzt, alles steht und da habe ich eben die Möglichkeit, meine Fotos zu machen. Es ist wirklich nicht so, dass man sagt, bei einem Konzert, was 1,5 Stunden geht, dass der Konzertfotograf da auch wirklich 1,5 Stunden durchgehend fotografiert. Der Hauptteil sind wirklich die ersten 3 Songs. Danach, also nach den ersten 3 Songs, ist es oft so, dass ich gar nicht mehr fotografieren darf oder ich darf eben von hinten fotografieren oder eben als Zuschauer. Wobei da wirklich sehr wichtig ist, egal ob ich jetzt Gast bin, also Konzertgast, der eine kleine Kamera dabei hat oder der Bühnenfotograf, das Wichtigste ist immer, dass die Konzertgäste nicht gestört werden. Dass die Konzertgäste ein richtig schönes Erlebnis haben auf dem Konzert und der Fotograf, den sollte man nicht so bemerken. Ja? Da sind natürlich die kleineren Fotografen im Vorteil. Und Leute wie ich, die dann schon ein bisschen größer sind, haben es dann ein bisschen schwerer, unauffällig zu sein. Aber das kommt wahrscheinlich eher mit der Zeit, ja. Dass man so ein Gefühl dafür bekommt, nicht zu stören, aber trotzdem seine Bilder zu bekommen. Genau. Dann würde ich gleich mal weiter zur Ausrüstung gehen. Und zwar ist bei der Ausrüstung, es gibt da eigentlich kein richtig und falsch. Ich selbst fotografiere mit Fuji APS-C und für mich war das schon immer wirklich ideal für Konzertfotografie, weil die Kameras so kompakt sind. Ja. Ich selbst mag es nicht, der auffällige Fotograf zu sein mit einer großen Spiegelreflex, den man ansieht und direkt denkt, ach ja, das ist der Fotograf. Ich mag es mit meiner persönlichen Kamera, mit der X-Pro2 zum Beispiel oder mit einer T4, als Hauptkamera zu fotografieren. Eine Brennweite habe ich dabei meistens. Das ist mein Lieblingsobjektiv, das 35-1.4. Ich habe jetzt mal die Kamera dabei, falls man sieht. Ja, X-Pro2 mit 35-1.4, manchmal die T4. Genau. Und was ich auch oft dabei habe, ist die X100V. Als Zweitkamera, weil ich dadurch die 23er Brennweite habe, ohne das Objektiv zu wechseln. Und in Situationen, wo ich 3 Songs fotografieren darf, ist es sehr stressig und ich würde mal sagen ineffektiv, Objektive zu wechseln, weil es kann ständig was passieren. Deshalb habe ich meistens beide Kameras um. Ja, wenn ich eine 23 brauche, also Kleinbild 35, habe ich die 100V. Wenn ich Kleinbild 50, also das Fuji 35 brauche, habe ich meine X-Pro2 oder die T4 mit dem 35er Objektiv. Man kann natürlich, man kennt Konzertbilder, ja, von größeren Künstlern auch, wo auch Teleobjektive verwendet werden. Für mich, ich hatte jetzt nie wirklich, sagen wir so, Teleobjektive haben für mich nie funktioniert. Und zwar, weil ich finde, wenn ich mit einer 23 oder einer 35 arbeite, kann ich den Look erzeugen, dass ich nah am Geschehen bin, ja, und nicht von ganz weit hinten mit dem Teleobjektiv reinzoomen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass es falsch ist. Wie gesagt, große Konzertfotografen fotografieren auch mit Teleobjektiven oder mit ultraweitwinkligen Objektiven, da ist alles möglich. Ich hatte jetzt im Sommer auch öfter mal das 16er dabei, weil es eine wirklich, wirklich große Bühne war und das war wirklich ideal dafür. Also ich konnte die ganze Band drauf bekommen, für solche Geschichten ist ein weitwinkliges Objektiv auch wirklich gut. Was ich sonst, was ich sonst auch immer dabei habe, ist, also ich habe in meinen Kameras Speicherkarten, meistens die SanDisk Extreme Pro. Ja. Die haben eine Lesegeschwindigkeit von 170 MB pro Sekunde. Da habe ich in der Pro 3 oder T4 immer 2 Stück drin.
In der X100V natürlich nur eine. Entschuldigung. Und was ich auch immer dabei habe, ist eine Ersatzkarte. Aber finde ich schon sehr spannend, also was du jetzt gerade erzählst. Also ich wäre nämlich teilweise mit höheren Brennweiten unterwegs gewesen, 90er und so weiter. Weil ich jetzt dachte, dass man vielleicht ein bisschen weiter weg ist und das dann auch dadurch die Nähe hat oder die Nahaufnahmen hat. Ja, aber ich sag mal so, wenn man im Bühnengraben ist, dann wäre ein 90er für mich zu eng in der Brennweite. Kannst du mal irgendwie sagen, wie weit du dann ungefähr weg bist von den Bands? Also wie man sich das vorstellen kann? Ihr werdet in den Bildern nochmal sehen, wie nah ich dran bin, aber es ist wirklich sehr nah. Ja? Also so 3-4 Meter. 3-4 Meter, aber auch manchmal 2 Meter oder 1 Meter. Ja? Mhm. Also es kommt immer auf die Location an. Bei sehr großen Konzerten, wo der Graben auch groß ist und Boxen dazwischen sind, dann sind es 2-3 Meter. Mhm. Sagen wir 2. In kleineren Locations ist man teilweise 1 Meter weg von den Künstlern. Und deswegen ist ein Teleobjektiv für mich einfach zu eng in der Brennweite. Ja. Mhm. Ja, dann hätte ich vielleicht nur den Kopf oder sowas drauf. Fehlt genau. Der Kontext dann. Also, genau. Mh. Und ich möchte ja zeigen, dass der Gitarrist eine Gitarre spielt, dass der Sänger sein Mikrofon hat und alles. Und dass der Schlagzeuger sein Schlagzeug hat und alles. Mh. 90er oder generell ein Tele, sagen wir 70-300 zum Beispiel, das wäre in meinem Anwendungsbereich einfach nicht sinnvoll. Wobei... Nur für größere Bühnen. Genau, ich mache jetzt keine Konzerte, wo Helene Fischer oder Robbie Williams ist, ja. Und bei denen kann man da gerne mal so ein Teleobjektiv verwenden und von weiter weg fotografieren. Genau. Ja, kommt da vielleicht noch. So. Okay. Was ich bei der Ausrüstung auch noch beachten kann oder sollte, bei größeren Konzerten, es ist oft so, dass, ich würde mal sagen, es ist in den seltensten Fällen vorgeschrieben, aber es wäre besser. Und zwar, wenn man etwas Dunkles anhat. Ja, man kennt es vielleicht, Konzertfotografen mit schwarzer Kleidung, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Und zwar hat es den Hintergrund, dass man so unauffällig wie möglich ist als Konzertfotograf, dass dass der Hauptblickfang für die Zuschauer wirklich die Band ist und kein Konzertfotograf, der im Graben steht und bunt angekleidet ist. Ja. Deswegen ist Schwarz immer so eine super Farbe, um sich anzuziehen als Konzertfotograf. Es ist aber in den meisten Fällen nicht vorgegeben. Ja. Wie gesagt, ich mag es sehr unauffällig. Ich fühle mich am wirklich wohl, wenn ich unauffällig bin, mit kleinen Kameras und ein bisschen dunkler angezogen. Genau. Weil es geht ja wirklich darum, dass die Konzertgäste ein schönes Erlebnis haben, dass sie nur den Fokus auf die Band haben oder auf den Sänger und nicht auf Konzertfotografen, die dann unten im Graben sind, wie schon gesagt. So, die Vorbereitung vor einem Konzert, was ich immer mache, ist, meine SD-Karten auf meinen Server ziehen, also die ganzen Dateien davon und die SD-Karten formatieren, damit ich einfach weiß, ich kann jetzt problemlos fotografieren, ohne nachzudenken und habe kein Problem mit den SD-Karten. Trotzdem, falls mal eine ausfällt, eine Ersatzkarte dabei. Genau. Ich verwende, wie gesagt, die 170er. Man kann 300er verwenden. Die sind noch mal schneller, aber für mich haben die bisher immer funktioniert und machen auch keine Probleme. Dann, was ich auch machen sollte, wenn ich vor Ort dann bin, bei der Konzertlocation, entweder den Veranstalter oder die Band oder das Bandmanagement vorher nach den Regeln fragen. Weil viele Bands oder Sänger haben ihre Regeln. Oft ist die 3 Songs kein Blitz-Regel da, ja. Aber manche sagen auch, ja, achte auf das, wie zum Beispiel 3 Songs und dann wirklich gar nicht mehr fotografieren.
Manche sagen aber auch, ja, du kannst machen, was du möchtest, solange du nicht auf die Bühne gehst. Und das ist immer wichtig, dass man sich im Voraus wirklich im Klaren ist, auf was man achten muss. Genau. Was ich auch immer mache, weil ich verwende ja verschiedene Kameras. Ich schaue immer, dass meine Kamera so eingestellt ist, wie sie sein soll für die Konzertfotografie. Da ich sowas wie C1, C2 nicht habe an meinen Kameras, muss ich dann eben selbst immer einstellen. Also ich habe das Rad nicht, aber ich benutze es sowieso eher weniger, muss ich sagen. Aber was ich sehr gern mache, ist Auto-ISO auf der einen Seite, weil für mich die beiden wichtigen Gestaltungsmerkmale in der Fotografie einmal die Blende ist, aber auch wirklich die Verschlusszeit. Bei einem Konzert sind die Lichtverhältnisse immer schwer. Und wenn ich dann Auto-Belichtungszeit einstelle und die ISO nicht hoch genug, ich möchte ja die ISO recht niedrig halten, aber dazu komme ich noch. Aber wenn ich auf Auto-Belichtungszeit stelle, dann kann es öfter mal sein, dass die Kamera auf eine Hundertstel Sekunde geht und ich einen Effekt erzeuge, den ich gar nicht möchte. Ja? Das heißt, wenn ein Gitarrenspieler Gitarre spielt und ich komme auf eine Hundertstel Sekunde oder eine Achtzigstel Sekunde, dann sehe ich auf jeden Fall schon Bewegung. Und wenn ich den Moment einfrieren möchte, dann muss ich schon auf eine 1/200 gehen, 1/250, damit es mehr oder weniger wirklich eingefroren ist. Die ISO ist so eine Sache. Ich finde, es kommt immer darauf an, was für eine Band, was für einen Künstler man gerade fotografiert. Heutzutage ist es so, dass viele Bands und Künstler wirklich diesen alten analogen Look bevorzugen in der Fotografie und wo Fuji wirklich die ideale Kamera dafür ist, um diesen Look zu erzeugen. Und mit dem Rauschen bei Fuji, solange ich nicht bei 8000 oder 10.000 bin, sieht aus wie Körnung. Das haben die einfach gut hinbekommen und dafür sind die Kameras wirklich gut geeignet. Wenn der Künstler oder die Künstlerin oder die Band diesen Look eher nicht möchte und das Bild wirklich clean haben will, dann muss ich sehr auf die ISO achten und dann würde ich auch meine maximale ISO vielleicht auf 800 stellen oder sowas oder 1000 maximal. Aber sonst stelle ich meine ISO auf maximal 6400. Genau, die Blende habe ich sehr oft geöffnet. Und zwar variiert mein Blendenwert zwischen 1,4 und 4. Also ich habe in keinem Fall oder in den seltensten Fällen mal Blende 5,6 bis 8. Das ist einfach, es hat seine Berechtigung, wenn man zum Beispiel sagen möchte, ich möchte die komplette Band scharf haben und den Vordergrund noch, dann ist es okay. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich das nicht brauche. Also, dass ich lieber mit offenerer Blende fotografiere. Und dafür eben nicht so hoch mit der ISO muss und auch Momente besser einfangen kann, dadurch, dass ich die Verschlusszeit nicht zu niedrig halten muss. Genau. Dann, jetzt würde ich einfach mal die Bilder durchgehen. Verschiedene Situationen, weil es gibt verschiedene Motive, die man bei so einem Konzert einfangen kann, von Band bis Künstler. Genau, können wir gleich mal anfangen mit dem ersten Bild. Und zwar fange ich mal damit an, dass ich einzelne Künstler, also den Sänger oder den Schlagzeuger, den Gitarristen, wirklich solo einfange und ein Bild von ihm habe. Ja? Ich habe in dem Fall meinen 35er verwendet mit Blende 1,4, ISO niedrig gehalten und eine 500stel Sekunde. Hier muss man dazu sagen, die Bühne war wirklich gut beleuchtet. Es war ein größeres Konzert
weshalb ich die ISO so niedrig halten konnte. Genau. Ich habe mit der 1.4er Blende einen Effekt erzeugt, der mir gefällt, und zwar, dass ich wirklich den Künstler raus isoliere. Und im Hintergrund ist es schon ein bisschen unscharf, da steht eine Bierflasche, ein Mikrofon, aber das ist eigentlich alles irrelevant, weil mein Hauptfokus ist wirklich auf den Künstler. Genau. Hier ähnlich, Blende 1.4, selbe Einstellungen eigentlich, es müsste kurz danach gewesen sein, aber ein bisschen weiter weg. Ja. Es kann sein, dass auf Zoom die Bilder ein bisschen heller ausschauen, als sie eigentlich sind, also überbelichtet, als sie eigentlich sind. Aber ihr könnt euch gerne auf YouTube dann nochmal anschauen. Da sind sie dann in der besseren Qualität und auch in der korrekten Belichtung. Hier ähnlich, Blende 1.4 wieder, niedrige ISO. Das waren jetzt zwei Konzerte, wo die Belichtung einfach gut war, wo das Licht mehr als ausreichend war, weshalb ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar die ISO selbst festgelegt habe, also keine Auto-ISO, sondern eher auf Auto-Belichtungszeit gegangen bin. Ja, hier kann ich das problemlos machen, weil das Licht einfach da ist. Und das, ihr seht jetzt Körnung bei den ganzen Bildern, ich kann nochmal zurückgehen, ja. Das ist Körnung, aber das ist Körnung, die im Nachhinein hinzugefügt wurde. Jetzt denken sich sicher einige, wieso macht er das? Wieso fügt man im Nachhinein noch Rauschen oder Körnung hinzu? Aber das ist, wie gesagt, dieser Look, den eben Bands oder einige Bands, zumindest die Bands, wo ich Bilder von mache, die den Look einfach mögen. Ja? Genau. Hier nochmal, das war mit dem 16er. Jetzt sieht man hier Blende 3.6. Die ISO kann man nicht ganz genau ablesen, aber es sind 800 ISO. Hier ist der Künstler natürlich wieder im Hauptaugenmerk, aber man sieht auch ein bisschen Umfeld. Also man sieht vorne die Lautsprecher, man sieht im Hintergrund die Lichter, auch ein bisschen was vom Gitarristen, vom Schlagzeuger. Deshalb weitwinklige Objektive haben, wenn man im Graben ist oder wirklich vorne an der Band dran, haben die auch ihre Vorteile. Das nächste Bild, das sieht jetzt hier auf Zoom ein bisschen verpixelt aus. Mein Schwarz-Weiß-Bild, hier habe ich zum Beispiel auf jeden Fall Auto-ISO verwendet. Ich wollte auch mit der Blende 2.8 ein bisschen mehr Tiefenschärfe haben. Es war jetzt in der Katharinenruine in Nürnberg, falls sie jemand kennt. Genau. Dann gehe ich mal kurz weiter. Da müsste vom selben Konzert auch noch ein Bild sein. Genau. Hier sind die Werte ähnlich. Also Auto-ISO, ISO 2500. Hier haben wir ISO 3200. Man sieht auch ein bisschen Rauschen, man sieht Körnung, aber das ist eben der Look, den ich damit erzeugen möchte. Das nächste Bild, hier mal der Pianist, wobei der Künstler wirklich sehr viel gemacht hat auf der Bühne. Ja. Aber man hat auch wirklich die Möglichkeit, nah an die Künstler ranzugehen, sodass man ohne Teleobjektiv den Look erzeugt, dass man wirklich im Geschehen ist. Und wie ich das immer mitbekommen habe, finden die Künstler selbst das auch wirklich schön. Ja? Also die mögen das, das ist dann was Persönliches, wenn man die Künstler wirklich auf der Bühne isoliert. Hier auch ein Beispiel, das war jetzt auch mit der T4 zum Beispiel. Ja? Ist einfach... Ich habe hier 1000 ISO, aber ich habe auch noch im Nachhinein ein bisschen Körnung reingebracht. Aber der Künstler ist einfach im Fokus. Ich achte auch wirklich viel auf fotografische Regeln, wie zum Beispiel den goldenen Schnitt. Wobei, ich würde mal sagen, mehr oder weniger ist jetzt der Kopf hier so positioniert, dass ich sagen kann, ja, es ist so ein bisschen der goldene Schnitt. Genau. Nächstes Foto mit dem 16er aufgenommen. Ich habe die ganze Band drauf.
Also man sieht hinten den Schlagzeuger ein bisschen, man sieht auf jeden Fall den Gitarristen und man sieht den Pianospieler, den Klavierspieler und vorne den Sänger. Ich habe da, wenn hinten so viel Gegenlicht ist, dann muss man wirklich schauen, dass man den Sänger anmisst. Ja? Oder eben die Person, wo man möchte, dass der Blick hingerichtet wird, in dem Fall bei mir der Sänger. Und dann kommt es oft dazu, dass im Hintergrund, dass es einfach heller ist, dass es überbelichtet ist. Es ist aber immer noch im Rahmen. Und das machst du dann mit einer Spotbelichtung, oder? Es kommt drauf an. Also in dem Fall, glaube ich, war es Spotbelichtung auf den Sänger. Mhm. Es gibt aber auch Fälle, wo ich sage, ich mache einfach die Mehrfeldbelichtung. Ja. Und regelst es dann mit der Belichtungskorrektur? Genau, mit der Belichtungskorrektur. Es geht bei der Pro 2 ziemlich gut. Oder bei der Pro 3, ja. Mhm. Genau. Hier ein ähnliches Foto. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es ist dieselbe Lichtsituation, weil es dasselbe Festival war. Also dieselbe Bühne. Hier sieht man im Hintergrund ein paar Bandmitglieder, die sind aber eher unwichtig, sondern der Sänger ist wirklich hier im Fokus. Ja? Aber ich habe trotzdem so ein bisschen Umgebung und nicht immer nur diese einzelnen Porträts von den Sängern. Und hier habe ich jetzt, du hast noch eine Frage? Eine ganz kurze Frage vom Harald, und zwar, die Bilder sind ja schon alle relativ bunt und auch durch die unterschiedlichen Farbwerte bei den Lichtern. Ja. Wie machst du den Weißabgleich? Machst du den automatisch oder hast du den fest eingestellt? Ich habe meistens den Weißabgleich auf automatisch. Allerdings ist es auch nochmal so eine Sache, ich kann jetzt mal kurz, beim Weißabgleich, da wollte ich noch dazu kommen, aber gut, dass du gefragt hast. Der Weißabgleich bei Konzertfotos ist oftmals schwer. Ich stelle meistens auf Auto ein, weil man kann schwer den Lichttechniker fragen, was für ein Licht alles zu welcher Zeit kommen wird, welche Farben kommen werden. Bei Konzertfotos ist für Konzertgänger so eine ein blaues Licht, ein rotes Licht, oftmals da, um Atmosphäre zu schaffen. Für den Fotografen ist das blaue Licht vor allem, aber auch das rote Licht immer so eine Hürde, würde ich sagen, weil man muss immer schauen, dass es einfach nicht zu blau wird. Oder ich zumindest. Ich schaue, dass das Bild keinen viel zu harten Blaustich drin hat. Klar, es war in echt so, aber ich regle gerne mal mit dem Weißabgleich nach in der RAW-Konvertierung. Mhm. Aber nicht zu viel, ja, weil man muss immer schauen, dass es nicht zu künstlich ausschaut. Genau. Okay. Dann kann ich mal weitermachen. Genau. Nächstes Bild. Hier habe ich wieder den Künstler vorne drauf. Es ist zwar, bei dem Bild ist es zwar interessant, ja, man sieht hinten einen mit einer Triangel, dann den Schlagzeuger wieder, dann den Keyboarder. Aber warum ich hier jetzt einen 16er verwendet habe, ist wegen diesen ganzen Lichtern, die von unten kommen. Ja? Also der Sänger ist vorne mit der Gitarre und von hinten sind diese ganzen Scheinwerfer, die nach unten strahlen. Genau, damit wollte ich diesen Effekt erzeugen von, ja, die Bühne ist wirklich groß und der Sänger steht im Mittelpunkt. Nächstes Foto. Das hier wurde jetzt von der Seite aufgenommen. Das heißt, man steht neben der Bühne und nicht im Graben oder bei den Zuschauern. Man steht neben der Bühne. Der am Piano, der war jetzt wirklich zu mir gerichtet. Ich hatte Glück. Und ja, wieder ein Schwarz-Weiß-Foto, sehr viel Körnung drin, ja, 5000 ISO. Das war in dem Fall aber auch wirklich nicht leicht, weil ich hatte hier einen 23er, das
also die 100V. Und das Licht war nicht so gut. Ja? Also wie bei den ganzen Konzerten davor, die ich gezeigt habe, war das Licht hier einfach begrenzter und nicht so hell. Es war auch ein kleineres Konzert. Ja? Und deshalb ist dann eben mehr Körnung drin. Bei dem Bild auch neben der Bühne und nicht unten im Graben. Ich denke, es ist ja oft so, wenn in Bands gibt es eben, ich sag mal, Hauptcharaktere, führende Charaktere, Sänger oder Gitarrist, kommt immer drauf an. Aber es ist oft so, dass sich auch andere Bandmitglieder sehr freuen, wenn sie Bilder von sich haben. Ja, es sind oftmals dann Leute, die eher im Nebengrund, im Hintergrund stehen, wo die meisten gar nicht drauf kommen würden, die zu fotografieren oder eben nicht einzeln zu fotografieren. Und dafür eignet es sich echt gut, wenn man neben der Bühne steht und dann eben wie hier auch mal den jemanden fotografiert, der weiter hinten steht. Ja? Genau. Hier jetzt ein Bild, wo man wirklich die Masse sieht, links die Band, um einfach mal festzuhalten, wie die Stimmung ist auf dem Konzert. Man muss aber auch immer wieder aufpassen, weil auf manchen Festivals sagt der Gast zu, dass er fotografiert werden darf mit dem Kauf des Tickets. Ich versuche immer, keinen einzeln einzufangen, sondern eher die Masse, weil es ist immer noch so eine moralische Sache, finde ich. Auch wenn es erlaubt ist auf den einzelnen Konzerten, es ist immer noch so eine Persönlichkeitssache. Genau. Aber generell versuche ich dann schon die Band natürlich im Fokus zu haben. Aber ab und zu kommen eben auch wieder solche Fotos, wo man halt wirklich sieht, wie die Fans vorne an der Bühne stehen. In dem Fall gab es keinen Graben. Ja? Das heißt, als ich vorne war bei den ersten Songs, musste ich neben den Gästen stehen und die Bilder von vorne machen. Nächstes Foto. Das hier habe ich jetzt als eins der wenigen, habe ich hier ein bisschen reingecroppt. Also ich habe einen 35er verwendet, aber ich fand den Ausschnitt wirklich gut. Und ich habe, ich sag mal so, um die 80-90% reingecroppt nochmal. Aber das war auch nicht von vorne, sondern von der Seite, wie man sieht. Unten sind ein paar Köpfe. Und was auch wirklich wichtig ist, ist auf Momente zu achten. Also es kann passieren, dass ein Künstler sich in die Menge wirft, Stage Diving, dass irgendwas Interessantes passiert, dass Künstler in die Zuschauermenge gehen und da singen. Und da muss man wirklich bereit sein. Das heißt, wenn ich meine drei Songs durch habe, ist es nicht so, dass ich im Nachhinein einfach nur da stehen kann mit meinem Bierchen oder nach Hause gehen kann. Ja. Sag mal so, es wäre erlaubt, aber es ist immer schöner, noch ein bisschen da zu bleiben und zu schauen, was passiert. Und dann entstehen solche Bilder, wenn der Künstler einfach in der Menge ist. Ja. Diese Momente passieren eher gegen Ende des Konzerts, wenn sich die Highlights annähern. Und da ist es halt schön, sowas festzuhalten. Hier stehen jetzt leider keine ISO-Blende und wie heißt's? Na? Brennweite. Ne? Da haben die EXIF-Daten leider gefehlt. Aber ich denke, ist ein ganz schönes Bild. Ja? Hier müsste ISO auch wirklich hoch gewesen sein, weil da war einfach wenig Licht bei den Zuschauern. Ja? Ist ja klar. Na? Nächstes Foto. Wenn Zuschauer mal sowas, mal zum Beispiel ein Feuerzeug auspacken in dem Fall, dann
ist es auch schön, das festzuhalten. Ja? Man sieht auf den meisten Konzerten heutzutage ja so viele Handys immer. Und das ist auch mal wieder schön, einfach nur ein Feuerzeug zu sehen, anstatt eine Handylampe oder ein filmendes Handy. Und solche Momente sind es auch wert, festgehalten zu werden. Genau. Jetzt seht ihr hier, dass, wenn man sich die Kerze anschaut, da ist ziemlich viel Licht außenrum. Ja? Also das Licht streut wirklich. Und zwar liegt es es liegt an einem Filter. Und zwar benutze ich bei beiden Kameras, bei Hauptkamera und bei der 100V, diese Mistfilter. Ja? Man sieht es hier nicht ganz gut, aber das sind Filter, die haben so ein bisschen, die haben so ein bisschen was auf dem Filter drauf, ja? wie so ein bisschen Staub, oder kannst du mal selbst schauen. Es sieht aus wie Staub, aber es ist wirklich im Filter drin. Und das sind diese Mistfilter. Also wenn ihr mit fettigen Fingern euren Filter anfasst, dann sieht er ungefähr so aus, ja? Ja, genau. Ungefähr so sieht es aus. Bei mir kommt vielleicht beides zusammen. Fettige Filter und Mistfilter. Aber es sieht dreckig aus, aber es gehört wirklich so. Und diese Filter schaffen, wenn ich meine Kamera oder mein Objektiv ins Licht halte, genau diesen Effekt. Ja? Da gibt es verschiedene Stufen. Ich schaue immer, dass ich eine subtile Stufe nehme. Also ich habe jetzt ein Viertel. Es gibt aber auch Filter, die haben ein Halb und eins. Das ist einfach nur eine Zahl, und zwar so ein Richtwert für die Intensität dieses Effekts. Ich finde immer, es sollte nicht zu künstlich ausschauen. Genau. Nächstes Bild. Die Crew. In dem Fall rechts der Herr vom Merchandise. Die freuen sich auch immer, wenn sie Bilder bekommen. Also es ist nicht nur die Band, die gerne Bilder hat, sondern auch hinter einer Band stecken ja so viele Menschen und Mitarbeiter. Und die freuen sich auch, wenn man sie wertschätzt und ein Bild von ihnen macht. Ja? Hier hatte ich jetzt, bei dem Konzert war es so, ich durfte so viel fotografieren, wie ich möchte. Nicht nur drei Songs. Das heißt, ich hatte auch die Möglichkeit, am Ende des Konzerts ganz vorzugehen. Hier habe ich mit der X100V fotografiert. Und ich fand das Bild einfach schön, ja, weil alle schön happy sind, alle sind glücklich, hatten ein schönes Konzert. Die Fans waren gut gelaunt. Und dann habe ich hier nochmal festgehalten, wie sie sich kurz bevor sie verbeugt haben, wie sie einfach nur strahlen. Ja. Dann komme ich zu den Bildern, wo ich weiter weg war. Hier durfte ich nur drei Songs vorne machen und war dann hinten im Publikum. Und das ist auch eins der wenigen Bilder, wo ich auch wirklich einen Ausschnitt gemacht habe. In dem Fall waren es ca. 80%. Um einfach, ja, ich habe in der Mitte meinen Sänger, links so ein bisschen Gitarrist, Drummer. Genau, aber ich habe wirklich immer noch genug Licht, dass ich die ISO niedrig halten kann. Ja. Das ist jetzt ein Bild, was von ganz oder von weiter hinten gemacht wurde. Das war in Erlangen. Und hier habe ich auch mal so eine Aufnahme davon aufgenommen, wie viele Fans da eigentlich sind. Und von der kompletten Bühne vorne ganz klein zu sehen, die Sänger. Genau. Hier nochmal ein ähnliches Bild. Das war gegen Ende. Und da haben wirklich alle gejubelt. Der Sänger vorne ist total happy, ja, weil die Menge so gut drauf war oder ist. Und hier habe ich einfach im Nachhinein, wo ich eigentlich schon durch war, noch ein paar Fotos gemacht, weil es einfach schön ist, sowas auch festzuhalten. Genau. Und das war auch schon das
letzte von den Bildern. Also man sieht, man kann so viele verschiedene Sachen aufnehmen, von einzelne Bandmitglieder, komplette Band, Zuschauer, Bandmitglieder, die weiter hinten sind, die eigentlich nicht so ins Auge fallen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, neben der Bühne zu stehen, dann ist es wirklich schön, die auch festzubekommen oder aufs Bild zu bekommen. Wenn ich in der Menge bin, können immer wieder Sachen passieren. Und für mich ist es ja auch so schön, ich mache zwar die Bilder, aber ich bin auch ein Konzertgast. Ja? Ich genieße es ja auch. Und wenn ich die Hauptarbeit erledigt habe, ist es schön, noch da zu bleiben und zu fotografieren, was alles so passiert. Genau. Ja. Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, sehr schöne Bilder, ja, und tolle Eindrücke. Ja. Man muss ja sagen, man sieht hier auch sehr gut, wie unterschiedlich die Einstellungen eigentlich sind, also wie unterschiedlich die Lichtsituationen sind und du dich dann dementsprechend umstellen musst. Genau. Ja. Also ist doch stärker, als ich dachte. Ja, also was ich da so noch sagen möchte, es ist wirklich so, dass bei einem Konzert das Licht nie gleich bleibt. Also kann ich auch nicht meine Einstellungen gleich lassen. Bei einem Konzert passiert es immer wieder, dass das Licht sich verändert, und zwar im Minutentakt. Und zwar Farbe, Lichtintensität, und ich muss eben darauf reagieren. Ja? Mhm. Gehe ich mit der ISO hoch, gehe ich mit der Belichtungszeit runter, mit der Blende. Genau. Was ich jetzt auch noch sagen wollte, nach dem Konzert, was dann passiert, ist eben die Nachbearbeitung. Und was hier wichtig ist, würde ich mal sagen, ist, dass man es recht flott macht. Mhm. Weil sowohl der Veranstalter, aber auch die Bands, die können meistens 3 oder 4 Tage nach dem Konzert nicht mehr viel mit den Bildern anfangen. Die möchten so schnell wie möglich die Fotos auf Social Media oder auf ihren Websites, möchten sie die posten. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich die Bilder habe, dass ich entweder zeitig nach Hause gehe und am Abend schon anfange, oder mir am Tag danach Zeit nehme und die Bilder dann wirklich aussortiere und bearbeite. Mhm. Was ich mache, ist, ich bearbeite jedes Bild individuell. Ja? Deswegen nimmt es noch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Es gibt Leute, die verwenden Presets oder eben Voreinstellungen. Das kann man alles machen, wie man möchte. Aber bei mir ist es wirklich so, ich bearbeite jedes Bild, egal ob in der Konzertfotografie oder in allen anderen Bereichen. Jedes Bild einzeln. Weil ich möchte ich kann mit Voreinstellungen nicht unbedingt immer die Atmosphäre so darstellen, wie es auch tatsächlich war. Ja, wahrscheinlich hast du aber für dich so Einstellungen, wo du weißt, dass die gut funktionieren. Genau, oder? Genau. Ja. Also mit der Zeit baut man sich natürlich so ein Verständnis dafür auf, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt wirklich nur die Konzertfotografie, wie man einfach mit gewissen Situationen klarkommt. Mhm. Lichtsituationen sind es meistens. Und da weiß ich dann auch immer, was ich anwenden muss. Aber es ist nie so, dass ich wirklich für ein Konzert immer dieselben Einstellungen verwende. Ja, genau. Was man auch schon sieht, ist, dass man, dass du auch gar nicht versuchst, die Kamera voll auszureizen, also jetzt sagen wir mal den Schatten voll aufzuhellen, wäre ja teilweise möglich. Ja. Dann würdest du aber wahrscheinlich die Stimmung ziemlich kaputt machen. Also deswegen soll das schon so realistisch sein und auch so rüberkommen. Genau, das ist auch das Ding, und zwar Atmosphäre. Und zwar ist es egal, ob es die Konzertfotografie ist oder die Landschaftsfotografie. Wenn ich es zu hell habe, dann kann ich die Atmosphäre nicht so gut einfangen. Vor allem im Digitalen ist es ja so, es ist besser, wenn ich auf die Lichter belichte. Es kommt immer auf die Situation an. Aber es ist oft, wenn ich ein bisschen runtergehe mit der Belichtung, und wenn ich möchte, kann ich im Nachhinein in der Nachbearbeitung noch einen Ticken höher gehen, in den Schatten. Aber so fange ich wirklich besser die Atmosphäre ein. Wenn es überbelichtet ist, ist einmal weniger Atmosphäre. Und auf der anderen Seite kann ich weniger rausholen aus den überbelichteten Stellen. Ja. Genau.
Wie viele Bilder machst du ungefähr oder was nimmst du dir vor, was du am Ende des Abends haben möchtest? Also ich sag mal so, am Anfang, als ich wirklich damit angefangen habe, waren das pro Konzert, sagen wir mal, ein Konzert geht 1,5 Stunden und ich fotografiere aktiv, sagen wir mal, 30 Minuten bis 40 Minuten. Dann hatte ich teilweise anfangs schon 500 Bilder, ja? Mhm. Was jetzt, wo ich mir jetzt denke, es ist viel zu viel. Die du gemacht hast oder die ich gemacht habe? Nicht die ich verschickt habe. Mhm. Die Bilder, die ich verschicke, sind meistens zwischen 20 und 30. Mhm. Wenn es mal wirklich ein großes, langes Konzert war, wo viel passiert ist, auch mal 40, 50. Aber wenn es jetzt so ein 1-Stunden-Konzert ist, sind es immer zwischen 20 und 30. Aber damals habe ich wirklich pro Konzert 400, 500 Bilder gemacht, was jetzt einfach viel zu viel ist. Ich fotografiere ja auch analog. Und in einer analogen Fotografie kostet jedes Bild Geld. Und da habe ich auch wirklich jetzt gelernt zu sagen, ich stelle alles schön ein. Klar muss man schnell handeln bei einem Konzert, aber ich muss eben genau dann auf den Auslöser drücken und habe einfach im Nachhinein weniger zu sortieren. Ja? Mhm. Das heißt, bei den Konzerten jetzt, und es ist vielleicht immer noch viel, aber sind es zwischen 200 und 250 Bilder. Mhm. Ja? Also nicht mehr 500, sondern eher die Hälfte. Und davon sind wirklich vielleicht 40 da, die dann in die enge Auswahl kommen. Mhm. Die schaue ich dann, dass ich sie alle bearbeite. Und dann suche ich mir die 20, 30 Besten aus. Mhm. Okay. Genau. Und das ist immer so, ich schaue immer, dass die Bilder sehr variabel sind. Und zwar, dass es nicht immer nur Bilder von einzelnen Künstlern sind, sondern dass ich einen Anteil an einzelnen Bildern habe von den Künstlern, an Bildern von der ganzen Band, aber auch von den Zuschauern und allem, dass alles immer so in Relation ist. Jetzt hast du was ein bisschen Liste im Kopf, die du so gedanklich ein bisschen abhakst. Genau, dann. Genau. Es ist immer, ich weiß, am Anfang des Konzerts mache ich die Bilder von den einzelnen Künstlern oder von der ganzen Band. Danach habe ich wirklich Zeit, um zu schauen, was passiert im Publikum. Ich kann, Entschuldigung. Brauchst du wieder ein Bierchen? Nee, das passt schon. Ich kann hinten an die Seite gehen, und dann Leute fotografieren, die ein bisschen weniger im Mittelpunkt stehen. Ja. Oder eben jetzt zum Beispiel den Herrn vom Merchandise, den auch mal fotografieren. Genau. Mhm. Okay. Und dann machst du das im JPEG oder im RAW? Oder beides? Stimmt, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Ich fotografiere für mich eigentlich nur RAW. Mhm. Weil ich weiß, dass ich im Nachhinein das ist so ein Ding. Ich selbst fotografiere ja viel digital. Mhm. Und ich schaue eigentlich oft bei Street oder Landschaft jetzt, dass ich so wenig wie möglich bearbeite. Mhm. Aber in der Konzertfotografie, wenn ich eben einen gewissen Look erzeugen möchte, wie zum Beispiel den analogen Look, dann muss ich schon ein bisschen mehr nachbearbeiten. Mhm. Und deswegen fotografiere ich wirklich nur RAW. Also die JPEGs. Sehr, sehr schwierige Lichtverhältnisse, ja, und dann macht es sicherlich Sinn. Genau, also, oder wäre es halt sehr riskant, wenn du halt sagst. Ja, nur JPEG würde ich sowieso nicht fotografieren. Ja. Aber deswegen, ich fotografiere meistens RAW. Mhm. Also nur RAW. Okay. Genau. Gut. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für die schönen Bilder. Und, sehr gerne. Ich glaube, da habe ich auch einiges mitgenommen heute. Aha. Ich würde mal sagen, wir schalten jetzt wieder alle Mikrofone frei.